Und fangen an. Am letzten Tag hier im Deutschen Bundestag geht es los mit Alexander Radwan von der CSU. Einen schönen guten Morgen erstmal. Grüß Sie. Schön, dass Sie so früh aufgestanden sind. Ja, gerne. Ich freue mich, dass Sie es einrichten lassen. Da steht man dann gerne auf. Sie sind Rechtsanwalt eigentlich, haben Sie gelernt. Seit 1995 haben Sie die Zulassung, sind jetzt aber Politiker, als Vollzeitpolitiker hier im Einsatz, waren schon im Bayerischen Landtag. Europäischen Parlament waren Sie, glaube ich, auch. Jetzt sind Sie im Bundestag. Jetzt haben Sie also quasi alles mitgenommen. Was waren die Gründe für Ihr politisches Engagement und wann haben Sie gemerkt, dass Sie politisch etwas bewirken möchten? Politisches Interesse habe ich seit der Kindheit gehabt. Habe früh Zeitung gelesen, mir Sachen angeschaut. Dann bin ich während der Schulzeit in die Junge Union gegangen und so hat sich das entwickelt. Also das kam einfach aus dem Interesse heraus. Jurist habe ich angesprochen, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben, aber da sind Sie nicht der Einzige. Es gibt viele. Herr Fricke fällt mir dazu ein von der FDP, der ist ja auch Jurist. Wieso passen diese beiden Berufe so gut zusammen? Warum kann man als Rechtsanwalt auch als Politiker arbeiten? Also ich tu mal ergänzen, ich bin einer der wenigen auch Diplom-Ingenieure, die im Deutschen Bundestag sind. Von daher kann ich mich auch auf die andere Seite schlagen. Aber eine juristische Ausbildung ist sicherlich für die Arbeit im Deutschen Bundestag in einem Parlament hilfreich. Man ist ja Gesetzgeber. Und Gesetze zu kennen, die Systematiken, wie sich das zueinander verhält, ist etwas, was mir in meiner Arbeit sehr viel hilft, statt behindert. Wir kommen mal zu einem Thema, das Deutschland und die Medien aktuell bewegt. Das ist die Islamkonferenz, die jetzt zu Ende ging. Und man redet eigentlich nur über den Blutwurst-Skandal, man redet nicht über die anderen 13 Gerichte, die es gab, sondern es geht um die Blutwurst. Deutschland wäre zu intolerant, Horst Seehofer bekommt die ganze Kritik ab, irgendwie tut er mir leid. Manchmal ist die Kritik berechtigt, manchmal auch nicht. Wieso debattieren wir über diesen Skandal und nicht über die Ereignisse der Konferenz? Es wäre ja interessant zu erfahren, was auf dieser Konferenz rausgekommen ist. Sie meinen Blutwurst? Genau. Ja, Blutwurst verstanden, deswegen Blutwurst. Blutwurst. ja, Mai, das ist ein nachvollziehbares Element. Jeder weiß in Deutschland, was eine Blutwurst ist. Und der eine mag sie und der andere mag sie nicht. Und so wird halt dann relativ schnell Politik auf das Wesentliche in Anführungszeichen reduziert. Aber letztendlich hat ja Horst Seehofer mit dieser Islamkonferenz, die er einberufen hat, aus meiner Sicht einen großen Schritt nach vorne getan. Er hat sich eindeutig dazu geäußert, dass er das gesamte islamische Leben in Deutschland ansprechen will, nicht einzelne Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, für den Islam in Deutschland zu sprechen, was ja nicht der Fall ist, sondern es gibt eine große Bandbreite, die will er ansprechen. Wir haben auf der Islamkonferenz dann auch gemerkt, wie stark die islamische Community, die Bürger, die hier sind, ja untereinander schon heftig diskutieren. Von daher war das der richtige Weg und er sagt, er möchte einen Islam aus Deutschland für Deutschland in Deutschland und das ist ein Angebot. Da müssen wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass eben die Moslems, die hier in Deutschland sind, es selber organisieren müssen und weniger auf Geldgeber und auf Interventionen vom Ausland angewiesen sind. Ja, weil wir können jetzt nicht unsere irgendwie Kultur verschweigen und ich meine, wir essen halt, es gibt Leute, die essen Blutwurst, ich mag es jetzt auch nicht, aber es ist halt ein deutsches Gericht. Also ich meine, wenn ich jetzt... Ja, aber ich würde von keinem Vegetarier erwarten, dass er Blutwurst essen muss. Jeder isst das, was er will. Der eine macht das eine, das andere macht das andere. Es zeigt einfach die Banalität mancher Diskussionen. Ich nehme das eher amüsiert. Also Sie können aber die Seiten verstehen oder finden Sie es, wie Sie jetzt sagen, komplett amüsant? Ich finde es amüsant, ja. Also es ist ein Spiegelbild der Art und Weise, wie in Deutschland diskutiert wird. Das ist ja hier nur ein Symptom für viele Sachen. Ja. Ahmad Mansur ist einer der bekanntesten, ich sag mal, Islamkritiker. Ist ja selber auch im Islam, oder ist Moslem geboren. Er lebt jetzt hier unter Polizeischutz. Er hat gesagt, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, wir haben 4 Jahre verpasst, weil Minister de Maizière nur mit den konservativen Muslimen gesprochen hat. Zitat Ende. Wieso lädt Deutschland erst 4 Jahre später Muslime zu verschiedenen Einstellungen ein? Warum wird so spät reagiert? Es gab sicherlich zu Beginn, wie ich das jetzt im Nachhinein verfolgt habe, den Versuch, offizielle Ansprechpartner in der islamischen Community in Deutschland zu finden. Aus meiner Sicht ist das aufgrund der Uneinigkeit der Moslems untereinander unwahrscheinlich schwierig. Der eine gönnt dem anderen nichts.
Und darum halte ich jetzt den Weg, den Horst Seehofer, und lassen Sie uns doch die positiven Sachen sehen. Ja? Horst Seehofer hat es jetzt geöffnet, will die Breite ansprechen, hat die Hand ausgestreckt. Und für mich ist jetzt entscheidend, dass die Moslems in Deutschland das auch realisieren und wahrnehmen, aber dann auch letztendlich den ganzen Packen an Hausaufgaben, die ihnen Horst Seehofer aus dieser Konferenz mitgegeben hat, auch abarbeiten. Und nicht wieder dann in einem Jahr oder in ein paar Jahren wieder vor der Tür stehen und sagen, es hat sich nichts bewegt. Ihr müsst uns unsere Wünsche erfüllen. Ihr seid letztendlich dazu verpflichtet, es so zu machen, dass es uns gut geht. Nein, ihr müsst, die Moslems müssen ein Stück weit Eigenverantwortung hier übernehmen. Welche Packen kam er raus? Also was genau hat er jetzt auch vorgestellt? Ja, er hat ja ganz, ganz klar gesagt, er will einen Islam aus Deutschland heraus, also von den Moslems, die hier leben, selbst organisiert, selbst finanziert, eine eigene Ausbildung der Imame, nach Möglichkeit überwiegend Deutsch, also ausschließlich Deutschsprechende, die hier aufgewachsen sind, die die Kultur hier kennen, die den Rechtsstaat hier kennen. Also damit ist angesprochen zum Beispiel die DITIB, die Imame von der Dianet bekommt, aber wir haben ja auch aus dem arabischen Raum die Imame, die hierher kommen. Letztendlich brauchen wir hier Prediger, die durch einen Analog wie im Christentum Priesterseminar hier ausgebildet sind und dann auch hier bleiben und ein Interesse daran haben, dass der Islam und dass die Menschen, die hier den Glauben haben, auch integriert werden. DITIB muss sich jetzt nach dieser Konferenz auf sehr viel Gegenwind einstellen. Wie bewerten Sie die Debatte? Wie stehen Sie zum DITIB? Ja, das ist schon relativ eindeutig. Ich halte es für grundlegend falsch, dass türkische Beamte in Deutschland predigen. Wir haben letztendlich die Trennung von Staat und Kirche. Ein bayerischer Beamter, der Theologie studiert hat, dürfte keine Gemeinde in Deutschland führen und dort predigen und gezahlt werden. Wir lassen das zu. Aus meiner Sicht gehört es zurückgefahren. Die Türken, die hier in Deutschland leben, sollen aus eigenen Mitteln heraus hier Imame ausbilden und dann auch entsprechend beschäftigen und das ein eigenes kulturelles Leben führen. Journalist Tuncay Özdamar hat auf Twitter auch noch was geschrieben zum Blutwurstgate. Sein Tweet lautete: Als Enthüller von Blutwurstgate bin ich mir sicher, dass die nächste Islamkonferenz definitiv schweinefleischfrei sein wird. Tweet zu Ende. Geht diese Vorgabe oder sieht die CSU-Integration doch etwas anders? Indem man Blutwurst essen muss. Ja, dass wir uns jetzt anpassen müssen. Ich habe gerade gesagt, ich erwarte von einem Vegetarier und Veganer nicht, dass er Blutwurst isst. Ich erwarte von jemandem, der Antialkoholiker ist, unabhängig vom Glauben, dass er keinen Alkohol trinkt, erwarte ich nicht. Von daher kann jeder in seiner Ernährung glücklich werden, wie er will. Gut, dann ist das natürlich auch geklärt, das Thema. Das ist relativ einfach. Wenn das das einzige Problem ist, wenn das das einzige Problem der Integration der Moslems in Deutschland wäre, dann hätten wir es morgen gelöst. Wir haben einige Gemeinsamkeiten, habe ich vorher festgestellt. Beide Väter stammen aus Ägypten. Beide haben die Namensform Jamal als zweiten Namen. Wie sehen Sie die Entwicklung Ägyptens? Mir wurde zugetragen, dass Sie jetzt im Jahr immer zweimal hinfliegen. Ich persönlich fliege da nicht mehr hin. Ich traue mich das eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Interessant ist ja auch, dass aus Ägypten Flüchtlinge bzw. Migranten kommen. Gibt es für einen Ägypter einen Fluchtgrund? Das ist die Frage, wie Sie jetzt Fluchtgrund definieren. Ich bleibe bei der ersten Frage, wie entwickelt sich Ägypten? Ägypten war immer ein führendes Land in der arabischen Welt, hat jetzt in den letzten Jahren leider diesen Status ein Stück weit verloren aufgrund der internen Probleme, die das Land hatte und nach wie vor hat. Aber es ist nach wie vor das bevölkerungsreichste Land in der Region. Es wächst jedes Jahr zwischen 2 und 2,5 Millionen Menschen. Es wird 2030 ungefähr 2040 130 Millionen Menschen haben. Und darum ist es im elementaren Interesse Deutschlands und Europas, dass Ägypten stabil ist, dass es eine entsprechende positive Entwicklung ist. Das ist der Grund, warum ich nach Ägypten fahre. Der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller hatte dort sehr viele Projekte. Es geht darum, dass die vielen Ägypter, die auf die Welt bekommen, zumindest eine adäquate Ausbildung bekommen, Bildung bekommen. Die Frage der beruflichen Bildung. Jeder junge Ägypter stellt sich die gleiche Frage wie jeder junge Deutsche. Wie ist meine Perspektive? Und wenn er keine Perspektive hat, dann wird er dann entsprechend handeln und eben dann seinem Land den Rücken kehren. Was sind denn so Fluchtgründe? Also für mich ist ein Fluchtgrund, wenn ich jetzt aus Verfolgung fliehen muss oder ich habe Krieg im Land. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die sagen, sie möchten sich wirtschaftlich hier aufbauen. Ja, es gibt viele Gründe. Es gibt die ganz klassischen Flucht-Asylgründe, dass man verfolgt wird, dass Krieg ist, Bürgerkrieg,
Flüchtlinge, aber auch Verfolgung aufgrund zum Beispiel von Religion, von Rassen. Aber das ist der eine Bereich, aber sehr viele Menschen, die meisten Migranten, gehen natürlich, verlassen das Land, weil sie zu Hause keine Perspektive haben. Ja, da machen wir in Deutschland ja gerade die Gesetze zur Einwanderung, zur gesteuerten Einwanderung, dass eben ganz klar ist, wer kommen darf und wer nicht und was die Voraussetzungen dafür sind. Aber unabhängig davon ist es so, dass die Menschen sich eben dann Gedanken machen, dass ich gehe. Die Ägypter sind sehr heimatverbundene Menschen, also es dauert schon etwas, ja, bis sie gehen. Und darum müssen wir die Fluchtursachen, wie es so heißt, in der Breite dadurch bekämpfen, dass man versucht, diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Nach eigener Aussage beherbergt Ägypten ca. 10 Millionen Flüchtlinge. Die kommen unter anderem aus Syrien, dem Irak, dem Jemen, Palästina, sowie aus dem Sudan, Somalia und anderen Ländern. Und hätte gerne jetzt die Unterstützung von der EU oder Deutschland. Gleichzeitig lehnt es von der EU aber die geplanten Ankerzentren ab, diese Flüchtlingszentren, die es ergeben soll. Hier würde es von der EU doch sicher finanzielle Hilfe geben. Ist doch jetzt in meinen Augen ein Widerspruch. Ja, die ägyptische Politik sagt, wir kennen so etwas wie Flüchtlingslager nicht. Ja, in Ägypten ist jeder Flüchtling, der ankommt, auf sich selber gestellt und muss halt schauen, wo er bleibt. Natürlich würden wir gerne Flüchtlingscamps, Ankerzentren haben, da ist man in Gesprächen. Und man muss natürlich unterscheiden, wenn man sich die Länder anschaut, die Sie gerade genannt haben, dann haben es Flüchtlinge aus Ländern mit einer ähnlichen Kultur, jetzt nehme ich mal Syrien. Ägypten und Syrien hat ja auch eine lange Tradition und Freundschaft. Sie haben die gleiche Religion, die gleiche Sprache. Als syrischer Flüchtling in Ägypten hat es ein Stück weit, ich will nicht sagen leicht, aber leichter als zum Beispiel ein Flüchtling aus Schwarzafrika. Der kennt die Kultur. Ja, ja, und auch die Akzeptanz der anderen Persönlichkeit von schwarzen Menschen ist in Ägypten halt dann eine andere. Von daher muss man halt dann schon auch unterscheiden, wie die miteinander umgehen. Aber natürlich wäre es sinnvoll, hier eine Gesteuerung zustande zu bekommen. Und das ist ja auch ein großes Anliegen der EU und Deutschland, hier in kleinen Schritten voranzukommen. Man spricht ja von diesen Maghreb-Staaten. Die Rückführung, nenne ich es jetzt einfach mal, wurde ja auch zum Beispiel von Deutschland genannt, aber die sagen ja, wir nehmen die Leute gar nicht auf. Also man möchte sie eigentlich gar nicht mehr zurückhaben. Ja, man muss zwei Fälle unterscheiden. Also das eine ist, und da gibt es Abkommen, die schon sehr weit geschritten sind in der Verhandlung, aber noch nicht unterschrieben sind, die Rücknahme von Menschen eigener Nationalität. Also die Rückführung von Ägyptern nach Ägypten. Die Rückführung von Algerien nach Algerien. So, also die eigene Nationalität. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr stark einfordern. Und das Zweite ist, wenn ich dann Personen zurückführe nach Ägypten, die den Ursprung der Übersetzung aus Ägypten hatten, aber keine Ägypter sind, die zum Beispiel aus dem Sudan kommen oder aus anderen Ländern südlich von Ägypten, dann sagt natürlich Ägypten, ja, ihr bringt sie zu uns, aber eigentlich müssen sie ja noch weiter zurück. Also muss man natürlich parallel auch da schauen, wie eben das dann ein Stück weit weiter zurücktransportiert werden kann. Also wird quasi auch viel von den Medien, ich sag mal, verduscht, dass sie sagen, sie wollen eigentlich gar nicht, weil die Erklärung, die Sie jetzt gerade geliefert haben, bedeutet ja, man nimmt die Leute aus dem eigenen Land zurück. Also da ist man jetzt, es ist noch nicht unterschriftsreich, aber bei meinem letzten Aufenthalt wurde mir zumindest auch berichtet vor Ort, dass man da in konstruktiven Gesprächen ist, was die eigene Nationalität betrifft. Da ist noch nicht abgeschlossen. Aber das ist ein Stück weit fortgeschritten. Das andere betrifft eben Länder aus Drittstaaten. Wir bleiben mal in Ägypten. Da gibt es eine Sängerin, Rania Youssef. Ich weiß nicht, kennen Sie die? Nein. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Mohamed Munir ist so der bekannteste, den man kennt. Sie muss jetzt für 5 Jahre ins Gefängnis, da sie auf einer Gala ein Kleid trug. Das nicht jedem gefiel. Es war sehr freizügig. Das sind aus Ägypten doch eigentlich neue Töne, die man jetzt eigentlich nur aus Saudi-Arabien und Katar hört oder aus dem Iran, wo Frauen zensiert werden im Fernsehen. Wieso leben diese Leute noch immer in dieser Steinzeit? Und wie können jetzt Länder endlich mal was dazulernen? Wo kann hier die Regierung oder der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller etwas unternehmen, dass man auch aus dieser Steinzeit rauskommt, dass man auch sowas akzeptiert? Also Steinzeit ist jetzt Ihr Begriff. Naja, wenn Frauen zensiert werden im Fernsehen, Entschuldigung. Ich sage, Steinzeit ist Ihr Begriff. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das mein Gesellschaftsmodell ist. Die
Entwicklung in dieser Region muss man sich als Ganzes anschauen. Warum hat sich in den letzten 50, 60 Jahren, ich weiß nicht, wann Ihr Vater das Land verlassen hat, mein Vater hat vor circa 60 Jahren Ägypten verlassen. 28 waren es, 29. Wenn man sich also anschaut, wo Kairo, wo Beirut, wo Bagdad, wo Istanbul vor 50, 60 Jahren war, dann waren das im Vergleich zu heute sehr liberale Länder. Wenn man sich Teheran anschaut, sehr westlich orientiert, dann wäre ein solches Kleid eher keusch gewesen, was jetzt in der Diskussion ist. Und die Frauen sind dort sehr westlich gekleidet, ganz normal in der Gesellschaft gewesen. Das hat sich in den letzten 50 Jahren verändert. Mhm. Und darum muss man sich die Frage stellen, warum sich das verändert hat. Das, was zum Beispiel Präsident Sisi sehr stark forciert, ist ja ein kritischer Dialog mit der eigenen Religion. Ja, also er sagt schon, es kann nicht sein, es war ja seine Rede an Dal Azza, wo er erklärt hat, es kann doch nicht sein, dass wir eine Religion haben, vor der sich die meisten Menschen in der Welt fürchten. Also es ist schon erkannt worden, dass es eine Entwicklung gab, die letztendlich auch zu Problemen in der eigenen Gesellschaft führt. Also ich würde nicht sagen, die Ägypter gibt es genauso wenig wie die Deutschen. Es gibt Konservative, es gibt Fundamentale, die hier nach wie vor eine gewisse Richtung predigen, im wahrsten Sinne des Wortes, und vorgeben. Ich hoffe aber, dass die gesellschaftlichen Kräfte, die eben, wie Sie sagen, aus der Steinzeit zurück wollen, jetzt diesen Weg erfolgreich begehen und wir können versuchen zu helfen. Allerdings halte ich es jetzt nicht, wenn man sich die Kolonialgeschichte anschaut, dass wir jetzt vom Westen her sagen, ihr müsst so leben, sondern wir können eigentlich nur eine Orientierung geben für etwas, dass die Länder dann einen gewissen Weg finden. Ja, ich möchte jetzt auch nicht, dass wir jetzt die überzeugen, dass sie hier leben wie im Westen, aber Frauenrechte, dass man wegen sowas nicht gleich ist. Ja, also es ist natürlich, es sind Frauenrechte, es sind Rechte von Minderheiten, es ist die Freiheit der Religionsausübung, es ist Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung im weitesten Sinne. Das ist jetzt alles, was nicht nach unseren Maßstäben gerecht wird. Und darum ist es unser Anliegen, natürlich diese Länder zu unterstützen. Und Bildung ist aus meiner Sicht der wichtigste Weg hier. Eine habe ich noch, Sie müssen dann auch weiter, ich nehme mich auch. Die CDU hat eine neue Vorsitzende. Ich habe gesehen, einige CSUler waren in Hamburg letzte Woche. Waren Sie auch dabei? Nein, ich war nicht dabei. Sie heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Richtig. Sie ist eine neue Vorsitzende. Was wird sich mit ihr jetzt in Deutschland ändern? Sie gilt ja eigentlich als Merkel 2.0. Ich glaube, Merkel ist einmalig. Da wird es keine Kopiemöglichkeit geben. Und deswegen wird auch Annegret Kramp-Karrenbauer ihren eigenen Weg gehen, ihre eigene Handschrift finden. Politik ist immer das Aufbauen auf dem Vorgänger und sie wird da sicherlich die Veränderung, die sie für notwendig hält, die wir als CSU aber auch für notwendig halten, weiterentwickeln und dann sicherlich einen guten Weg gehen. Aber konkret gibt es da noch nichts? Sie ist gerade Vorsitzende geworden. Dann lassen wir immer die Zeit. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ich wünsche Ihnen jetzt natürlich schöne Weihnachten. Ebenfalls. Einen guten Rutsch. Ich hoffe, Sie feiern das. Natürlich. Gut. Weiß man ja nicht, mein Vater wird es dann eigentlich nie feiern, dann hat es doch irgendwann gefeiert, weil er sich halt auch hier anpasst. Und hoffe, dass man sich 2019 bei der nächsten Gelegenheit irgendwann mal wieder trifft. Sehr gerne, viel Erfolg. Danke, Ihnen auch. Wiederschauen. Ciao.